Hallo, liebe Schrauberfreunde. Wir stellen in unserem Werkstattalltag immer wieder fest, dass es viele Unsicherheiten beim Thema Kühlflüssigkeit gibt. Die Fragen dazu werden wir euch heute alle beantworten. Das machen wir natürlich nicht alleine. Dazu haben wir uns einen Experten von der Firma IGAT eingeladen. Hallo Otto. Hallo Schmidti, es ist tatsächlich so, dass dem Betriebsmittel Kühlflüssigkeit viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und gut, dass du da bist. Du klärst uns darüber auf. Ja, gerne. Die wichtigsten Eigenschaften eines Kühlmittels sind natürlich die Kühlung, Korrosion und Kavitation. Kavitation ist ein Effekt, der oft unterschätzt wird, der zu wirklich schweren Schäden im Kühlsystem führen kann. Kavitation tritt immer dann auf, wenn der Druck in einem Kühlsystem nachlässt. Dadurch bilden sich Dampfblasen. Diese Dampfblasen lösen sich auf, explodieren, wenn der Druck wieder zunimmt. Diese Mini-Explosionen, die können dann dazu führen, dass tatsächlich Metallteile abgesprengt werden im Kühlsystem oder in der Kühlpumpe, was dann zu kapitalen Schäden im Kühlkreislauf führen kann. Grundsätzlich wäre Wasser die ideale Flüssigkeit, um das Kühlsystem zu schützen, da es eine sehr hohe Wärmekapazität hat. Tatsächlich reicht Wasser in reinem Zustand, in purem Zustand aber nicht aus, um ein Kühlsystem dauerhaft zu schützen. Drei Punkte sprechen gegen den Einsatz von reinem Wasser. Das wären einerseits der Siedepunkt ab bereits 100 Grad, dann dehnt sich Wasser bei Frost um bis zu 10% aus und es fördert natürlich die Korrosion im Kühlmittelsystem. Aus diesem Grund werden dem Kühlmittel Alkohol und Additive zugesetzt. Der Alkohol, das Monoethylenglykol, MEG abgekürzt, sorgt dafür, dass das Kühlmittel später siedet und später erstarrt. Die Additive schützen vor Korrosion und Kavitation. So, Schmidti, dann kannst du ja mal prüfen, ob genügend Alkohol im Mischungsverhältnis ist, damit auch ein ausreichender Frostschutz gewährleistet ist. Wichtig ist erstmal Messung nur bei kaltem Motor. Öffnen den Vorratsbehälter mit einer Kühlflüssigkeit, benutzen dazu ein Refraktometer, ziehen mit der Pipette etwas Flüssigkeit ab, die Drehplatte, und dann können wir ablesen, wie hoch die Frostsicherheit in unserem Fahrzeug ist. Unser Fahrzeug ist bis minus 34 Grad frostsicher. Ja, optimales Mischungsverhältnis, Schmidti. Aktuell gibt es drei Technologien am Markt. Einerseits ist das die IAT-Technologie, die Inorganic Additive Technology. Dann haben wir die OAT-Technologie, die Organic Additive Technology. Und die HOAT-Technologie, die Hybrid Organic Additive Technology. Sozusagen ein Mix der beiden ersten Technologien. Die IAT-Technologie ist eine bereits ältere Technologie, die in Neufahrzeugen zur Erstbefüllung nicht mehr zum Einsatz kommt. Die auf Silikatbasis basiert, sprich der Korrosionsschutz wird hier mit Silikaten formuliert. Die OAT, die organische Additivtechnologie, ist eine silikatfreie Technologie und die aktuell weltweit verbreiteste Technologie. Hier kommen organische Säuren als Korrosionsschutz zum Einsatz. Und in der Hybridtechnologie verbinden wir quasi die beiden guten Seiten beider Technologien, indem wir den Korrosionsschutz auf Silikatbasis oder anorganischer Basis bilden und die Additive auf organischer Basis. Das IGAT-Produktportfolio deckt die am Markt üblichen Spezifikationen und Technologien ab. Wenn wir hier zum Beispiel die einzelnen Produkte anschauen, dann sehen wir, dass das Platin Antifreeze AN entspricht der GL-Spezifikation, ist eine IAT-Technologie. Das Platin Antifreeze ANSF 12 Plus, die OAT-Technologie entsprechend der G12 Plus Spezifikation und dann die beiden Hybrid-Technologien, einmal das G12 Plus Plus, Platin Antifreeze ANSF 12 Plus Plus und das Platin Antifreeze AN 13. Die Hybrid-Technologien unterscheiden sich derart, dass das G13-Produkt, das Platin Antifreeze AN 13, einen Anteil von 20% nachwachsenden Rohstoffen enthält. Es ist sozusagen der grüne Daumen der Kühlmitteltechnologie. Kühlflüssigkeiten haben unterschiedliche Farben. Ich habe euch mal zwei mitgebracht.
Danke, André. Gerne. Die Farbe ist definitiv unerheblich für die Qualität oder die Spezifikation des Kühlmittels. Also niemals Kühlflüssigkeiten gleicher Farbe oder Kühlflüssigkeiten unterschiedlicher Farben miteinander mischen, ohne die Spezifikation zu beachten. In Bezug auf die Spezifikationen haben wir hier nochmal eine Tabelle gemacht, wo man das nochmal zusammengefasst sieht wegen der Mischbarkeiten. Und hier sieht man zum Beispiel die G11-Spezifikation mit der IAT-Technologie ist zum Beispiel nicht mischbar mit den neuen Hybrid-Technologien. Man kann aber auch schön sehen, dass die OAT-Technologie, die G12-Plus-Technologie, quasi mischbar mit allen Technologien ist. Grundsätzlich sind am Markt Konzentrate und Fertigmischungen erhältlich. Konzentrate bitte nie pur einsetzen, da es sonst zu Überhitzungen im Motor kommen kann. Die sicherste Variante ist natürlich die Fertigmischung oder der sogenannte Ready-Mix, da hier das Mischungsverhältnis bereits vorgegeben ist. Sollte ein Konzentrat zum Einsatz kommen, immer darauf achten, dass wenigstens 30% Konzentrat in der Mischung enthalten sind, damit ein ausreichender Korrosionsschutz gegeben ist. Nie über 60% einsetzen, da es sonst auch wieder zu Überhitzungen kommen kann. Idealerweise enthält eine Mischung einen Anteil von 50-50, um das System optimal zu schützen. Zum Mischen ausschließlich destilliertes oder voll entsalztes Wasser benutzen in Verbindung mit dem Kühlmittelkonzentrat. Vor dem Wechsel der Kühlflüssigkeit immer die alte Kühlflüssigkeit komplett ablassen, dann bei laufendem Motor das System mehrmals mit destilliertem Wasser spülen und anschließend die spezifikationsgerechte Kühlflüssigkeit einfüllen. In diesem Fall hier, André, nehmen wir das Platin Antifreeze ein SF 12 Plus und zwar den Ready-Mix zum Nachfüllen. So, den Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel bitte immer vorsichtig öffnen, da dieser im warmen Zustand unter Druck steht. Und ganz wichtig, darauf achten, welches Kühlmittel ihr einführt. In unserem Fall steht es bei uns auf dem Kühlmittelbehälter. Ihr beachtet bitte die Herstellerangaben. Und dann füllen wir den Behälter bis zur Maximalmarkierung auf. So. Passt. Dann den Behälter wieder zuschrauben. Und fertig. Und wenn ihr Kühlflüssigkeit benötigt, die bekommt ihr bei uns im Shop. Also dann, danke Otto, haben wir heute wieder alle was gelernt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Drin ist zwar schon Feierabend, aber hier gibt es noch jede Menge zu sehen. Also, wenn ihr noch ein paar Videos gucken wollt, einfach hier klicken. Tschüss. Ach ja, wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, hier unten. Tschüss.